Einen wunderschönen guten Sonntag. Genau, es ist Sonntag. So, wir gehen ins Game. Drehen ein paar Runden. Haha. Werden als Supporter wieder verlieren, wie immer. Oder nicht, mal gucken. Ich habe auch hier vor... Moment. Ich habe auch hier einen Follower bekommen. Dankeschön dafür. Vor 3 Tagen. Ein Spieler hat die Bereitschaft abgelehnt und ich bin zurück. Genau. Hätte ja klappen können. Warte ich halt noch ein bisschen. Jetzt aber. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich fahre mit Seraphine an. Rune, kein Plan, das hier. Und ich banne alle. Ach, kein Plan. Irgendwas. Ja, ich war mal cool. Definitiv, ja. Bin gespannt, was mich heute hier erwartet. Kleines Update bei Among Us. Gibt es da jetzt den Cube-Würfel pushen. Und da bin ich zu 77% fertig. Ich habe auch schon auf dem Kopf diese Puschenkatze. Als Haustier habe ich diese Puschenkatze. Da habe ich voll dabei, dass ich den Cube-Würfel vorher bekomme. Bei Puschen ist halt süß. Es ist das Beste, der beste Cube-Würfel, den ich je bei Among Us kennengelernt hatte. Ich kann es ja nachher mal kurz streamen. Mal sehen, ob ich das schaffe, bestimmt. Genau.
kann einer sagen, dass Fehlhof Seraphine schön ist als Skin? Ich finde ihn toll. Stimmt, ich hatte ja so ein riesengroßes Fenster. Kann mich noch dran erinnern. Ich habe das ja jetzt größer gemacht, mein Spielfenster. Weil es doch ein bisschen gepasst hatte. Stimmt, da war ja was. Wieder fast vergessen, aber nur fast. Ah, ich war unten. Ich musste gerade überlegen, hä, wo war ich? Ich glaube, der ist mein Partner auf jeden Fall. Der ist gut. Der ist echt gut. Oh, die Katze kommt rein. Kitty Cat kommt rein. Ich mach mal mein Auge hier hin. Mein, ich sehe alles Auge. Wie heißt der Spieler eigentlich? Ah. Ich liebe es ja, wenn es auf Deutsch ist. Oh, da kommt was. Flauschiges, haariges, kuscheliges und cutes. Ah, geh weg. Oh, meine Katze beobachtet mich. Nein, 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 geh weg von mir. Ah, Lulu ist da so ein Gegner. Ich hab's doch gehört. Die kleine Lulu. Ach Gott, so, ich gehe ja schon hier weg, ist ja okay. Oh, mein kleine Schmusekatze.
Ja, ich hätte mir schon am Anfang die Teams holen sollen, aber zu spät. So, Sailor Moon gucke ich dieses Wochenende nicht, denn es kommen wieder die Folge 1. Was mich sehr wenig interessiert. Katze, was nun jetzt? Alter, ich hab dir schon das gemacht. Ja, brumm, brumm, ey. Na, da kommt ja auch so einer. So, der geht zurück. Ich glaube, ich gehe auch zurück. Wenn ich alleine kämpfe, bringt nichts. Hole ich mir. Bestimmt nicht. Aber Sonntage verfliegen immer voll schnell, ey. Obwohl ich sehr früh aufgestanden bin. Ich glaube, ich war kurz vor 8, war ich aus den Federn. Das klingt doch immer gut. Was ich cool finde, bei der diesjährigen Max kommt Petra Scheeser als Stargast und ich find's cool, dass sie auch hier in Berlin denn mal da ist. Bei der Dokumi war sie ja eigentlich so eine Überraschung, also es war eigentlich nicht fest geplant, aber sie war da und hat die ganze Halle quasi mitgenommen. Also viele Fans waren dort und sie wussten, wer sie war. Ich meine, sie hat ja auch Intros von Detective Conan gesungen und sowas alles. Nicht nur Wings, sondern auch Conan. Und ihre Stimme ist einfach der Hit. Ich glaube, doch bei Pokémon hat sie auch Intros gesungen. Also auch auf der ersten Pokémon-CD damals. Ja, freue ich mich. Ob ich von ihr ein Autogramm bekomme, weiß ich nicht. Ich glaube mal, da werden viele da sein, die sie sehen wollen. Aber Hauptsache mal irgendwie live sehen oder irgendwas, das wäre cool. Nein, 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 nein. Natürlich. Aber der ist schon mal geschwächt. Ja, okay.
Na gut. Ich überlege, ob ich da mit meiner GoPro-Kamera filme. Nur das Negative ist, im Dunkeln ist sie nicht so gut. Bin gespannt. Aber die wäre halt praktisch, weil die ist klein, handlich und nicht so groß. Oha, oha, wie habe ich denn das denn bekommen? Okay, natürlich, ja, klar. Hätte ja klappen können. Dass man doch noch überlebt. Nein. Katze, ich dachte, du bringst mir Glück, ha? Huh?
Sehr gut, hau schön rauf. Oh, ich dachte schon, da kommt ein Gegner von oben. Naja. Oh, Katze geht weg. Okay, gut, danke.
Oh, da ist ja auch einer. Natürlich. Wäre ich mal von hier unten so lang gegangen, das wäre besser. Egal. Okay, ich bin mal weg. Gleich hier flüchten, geht nicht. Nein! Oh, super!
Oh mein Gott. Ach, schön.710 Token habe ich schon, also was auch immer. Punkte. Aber ich will ja gucken, dass ich eventuell darauf hinspare. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt schaffe. Aber das wäre schon schön. Oder für ein 10 blauer. Nee, Essenz eigentlich nicht. So, und das hier oben hebe ich mir auf, diese RP. Für das nächste Event, was danach kommt. Also, hoffentlich. Und hier will ich ja, die hier will ich ja haben durch das hier. Aber es dauert noch ein paar Jahrzehnte, bis ich das fertig habe. Nervt auch vor, dass man die Decke der Flaschen nicht mehr abmachen kann. Das stört ein bisschen. Ich spiele noch mal mit Seraphine, da ich irgendwie Bock drauf habe.
Gucken wir uns wieder mal hier die Gegner an. Okay. Das wird interessant. Aber ich finde es cool, man kann das ja so mit Farm einstellen. Ich habe mich ja für Pink entschieden. Also ich werde nachher wahrscheinlich, wenn ich schaffe, noch White Rift Livestream und Among Us euch ein bisschen pushen zeigen. Genau, das ist mein Plan. Denn planlos geht mein Plan los. Ich mache es noch ein, zwei Runden und dann werde ich erstmal Videos in YouTube hochladen und ich habe schon wieder Neuigkeiten. Ich bin ja auch so ein Mensch, der für YouTube so ein paar Adventskalender auspackt. Zwar jetzt nicht so viele, weil warum, wofür? Ich hatte schon welche bei Rossmann bestellt online, da es schon welche gibt. Ich habe mir eine Liste gemacht, welche ich mir auf jeden Fall gönne. Insgesamt sind es ca. 12, 13, nicht viel. Hängt auch davon ab, ob es die auch geben wird. Weil ich weiß nämlich, letztes Jahr gab es von Amazon direkt den Beauty Adventskalender nämlich gar nicht mehr. Der wird wahrscheinlich dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht kommen. Ich weiß es nicht. Schon mal einer weniger auf der Liste. Und dann noch einer mit einem Fragezeichen, der übelst teuer ist. Aber Sephora mag ich halt. Auf jeden Fall habe ich schon ein paar vorbestellt, die ich dann für YouTube wieder abdrehen werde. Im August. Ich habe jetzt so ein paar, die ich mir halt regelmäßig, also jedes Jahr hole, weil die halt cool sind. Also weil ich auch die Firmen auch mag. Und ich mache das ja so für mich. Ich gönne mir was und zeige es euch. Aber welche wird jetzt auch nicht verraten, die ich mir bestellt hatte. Das sieht man denn auf meinem Kanal. Ich weiß noch nicht, mit welcher Kamera ich das abdrehe. Ich hatte mir jetzt im Urlaub zwei neue geholt. Einmal eine GoPro. Wobei ich aber das Display, wo man sich selber sieht, es ist schon sehr klein, ne? Das ist schon negativ, weil man ja nicht weiß, ob man das Produkt denn irgendwie richtig gut zur Show steht oder nicht. Durch das Zeigen wahrscheinlich mit der anderen neuen Kamera. Naja, gut, neu ist die auf dem Markt nicht. Die gibt es schon seit 6 Jahren, aber die ist halt gut. Also mit der kannst du schon ordentlich was machen. Und die war halt damals so eine Art Vlog-Kamera, auch von Sony. Gibt es auch noch bei Outdoor günstig im Set mit einer Tasche, mit so einem Stativ, so zum Halten, so zum, ne? Also, wie heißt das so? So ein Stativ, womit man das so draußen halten kann. Wo du halt so Play drücken kannst und auch Stopp drücken kannst, also Aufnahme und so. Das war auch mit drin im Set. Was im Saturn direkt nicht als Set gibt, sondern nur die Kamera. Und bei dem Angebot habe ich halt zugeschlagen, ne? Weil ich brauche halt keine Kamera für fast 1000, sondern mir reicht auch eine einfachere. Hauptsache, die macht einen ordentlichen Film. So. Und mit einem umgedrehten Display, wo man sich halt dann wieder selber sehen kann. So. Auf jeden Fall hat sie mehr Megapixel als mein Camcorder. Mit denen habe ich immer meine Videos gedreht. Ist halt von einer Megapixel, also 9 Megapixel Camcorder. Im Gegensatz zu 20 Megapixel sind schon Welten.
Und die ist halt auch cool. Du kannst halt vorne an der Linse kannst du auch drehen. Ob für nah und für fern, also für Zoom und für Wegzoom. Was ich auch mega cool finde. Die ist aber mehr so für Fotos gedacht, aber mit der kannst du auch filmen. Das ist auch machbar. Und mit der werde ich wahrscheinlich auch filmen, um zu gucken, wie sie ist, wie sie performt. Man muss nicht still sein, nur weil die Leute nicht immer zuhören. Ein gefesseltes Publikum mag ich das nicht. Ich gehe
euch nicht täuschen. Lampenfieber? Kenn ich nicht. Na, da ist ja auch. Oh, da war ja ein Gegner.
Okay, mein erster Kill nach 16 Minuten. Du kriegst ihn, du kriegst ihn. Also hier, der, die. Nein, doch nicht. Okay. Oh, oh. Na gut. Bleibt wegen der Botschaft. Okay, okay, haut doch alle drei auf mich rauf.
Erstmal hi, danke, dass du was geschrieben hast. Ich lese mir das gleich mal durch. Ich bin aber gerade hier mitten im Spiel und bin wahrscheinlich gleich wieder tot. Das dauert nicht lang. Oder auch nicht. Wenn ich gleich tot bin, lese ich das richtig durch. Ich lese nur lange nicht. Genau, mehr lese ich nicht. Ich bin aber gerade mitten im Game und ich lese es gleich. Ich mach das gleich. Ich gehe mit dem auch zurück. Weil da oben ist nämlich ein Gegner. Mit meinem Hündchen. Ja, weil die Gegner gerade alle in der Mitte und oben sind. Also. Ich meine, da unten ist ja jemanden, aber ich kann ja mal hier ein bisschen mitmachen. Warum nicht? Weil die Gegner haben es irgendwie gerade auf die Mitte abgesehen gehabt. Und wenn ich jetzt da unten mich dazugeselle oder hingehe, weiß ich genau, ich werde von drei wahrscheinlich angegriffen und sterbe. Nicht mit mir. Oh, ich hasse seine Attacken von diesem Israel oder was auch immer. Die eine Attacke, wo er da so... Wuff. So, ich gehe mal kurz zurück und lese es. Erstmal, ja genau, lange nicht gesehen. Ja, ich hoffe, dir geht's gut und danke für den Follower vor 3 Tagen. Ich habe das jetzt erst, oder gestern erst gesehen. Davor habe ich das nicht gesehen. Du bist nämlich der 88. Follower auf meinem Kanal. Herzlichen Glückwunsch, das ist eine 8-8. Genau diese Attacke hasse ich von ihm. Ah, da ist ein Gegner. Wie sie alle vor mir wegrennen. Ach, die wollen den Chemtech-Drachen oder Chemtech, was auch immer. Okay, jetzt kann ich viel lesen. Wir kennen uns schon locker 15 Jahre. Und woher? Also ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Weil ich kann mit deinem Namen gar nichts anfangen. Ja, ist mir klar, aber woher dort? Ich meine, klein war ich halt auch nicht. Und ich hatte da viele, die ich kannte. Also ich kannte viele. Deswegen. Thank you.
Oh, 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 ich muss weg. Oder auch drauf gehen. Ich melde mich ja schon freiwillig. Aber hier unten sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, im Wild Wolf werde ich nachher noch wieder Smaragd. Ich bin ja Platin 1. Aber ich habe gestern Abend wieder zwei Runden verloren, weil ich so wunderschöne, tolle Mitspieler hatte, die nichts konnten. Oh Gott, das weiß ich doch nicht mehr. Oh, weiß ich nicht, tut mir leid. Das ist schon 15 Jahre her, okay, viel passiert. Gedächtnis wie so ein Sieb. Bin froh, wenn ich noch weiß, was ich vor 2 Wochen gemacht habe. Aber ich freue mich auf Ende Oktober auf meine Messe. Weil da ist nämlich ein Stargast dabei. Der war nur auf der Dokumi dabei. Und dass sie auf der Max in Berlin kommt, das ist nicht geplant gewesen. Aber ich freue mich. Nee, solange Cambion 2003 hat es so ein... Ja, kein Plan. Ich weiß es trotzdem nicht. Wie gesagt, das ist lange her. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mal, was ich vor 2 Jahren noch gemacht habe. Und wie hast du mich hier gefunden in Twitch? Also, wie hast du mich allgemein gefunden? Zufall, nicht Zufall oder wie? Wohnst du immer noch in Frankfurt oder bist du auch weggezogen? Ich lese nur was mit NRW. Ich lese mir gleich weiter durch. Moment. Wenn ich wieder gestorben bin, dauert nicht lang. Juhu, wir haben den Drachen. Juhu. Wenn ich diese Runde gewinne, habe ich wenigstens mal 2 Runden gewonnen statt verloren. Ich finde die Haare schön von ihr. Wie bei Barbie. Moment, da bellt was. Will der keiner haben, also nehme ich das. Musik.
Oder waren gerade Herzen? Süß. Oh, ich habe ja so ein Guckauge. Weiß ich wenigstens. Oh, Herzen. Oh, da ist ein Gegner. Oh, ich bin tot. Auf jeden Fall. Nee, das war. Ich war da auch in NRW, denn in Bayern jetzt in Hütte. Wie bei mir nicht geändert, hä? Und warum bist du nicht in NRW geblieben? Ich meine, Hütte ist ja genauso uninteressant wie Frankfurt. Wärst du mal da oben geblieben? Oder in Bayern? Das ist ein Charakter von dir mit den Haaren und, ja. Ich hatte aber auch schon andere Haarfarben. Ich hatte braun, dann hatte ich rot. Rot getönt, rot komplett gefärbt. Dann hatte ich keinen Bock mehr auf rot gefärbt. Weil rot immer zu krass als Farbe war. Dann musste ich meine Haare entfärben, komplett. Dann meine Haare ganz kurz abschneiden. Meine Haare waren übelst kaputt gewesen. Dann habe ich sie irgendwie aufgehellt in Naturblond. Und jetzt habe ich so ein Dunkelblond gefärbt, genau. Ist am besten, weil man den Haaransatz nicht mehr so krass sieht. Genau. Ah, kleiner Stalker, so. Ja, Facebook bin ich eh nicht mehr so oft. Also ich bin mehr Instagram, da bin ich sehr oft. Ich hier auf Twitch oder wo bin ich noch ganz oft? Ach, keine Ahnung. YouTube bin ich sehr unterwegs. Ja, und kein Plan. Aber Facebook nicht mehr so oft. Und Twitter, seitdem das neue Logo anders ist, schlimm. Jetzt sieht es aus wie X-Faktor. Oha, eine Million. Auch nicht schlecht. Oh nein. Wäre ich mal weiter zurückgegangen, aber nein. Ich habe noch keine Seele gehört, die nicht zumindest ein bisschen Schmerz kannte.
Okay, ich gehe auch zurück. Ach, du hast einen Sohn. Also Juno, denke ich mal, du hast einen Sohn. Ja, ich wünsche dir noch einen Rest Sonntag. Und kannst mir irgendwann mal sagen, wie du heißt. Oder mir irgendwie ein Bild schicken per irgendeine Nachricht bei Facebook oder was weiß ich. Weil ich weiß echt nicht, wer du bist. Obwohl, wenn ich ein Bild von dir sehe, weiß ich auch nicht, ob ich mich daran noch erinnere. Gedächtnis wie ein Sieb, tut mir leid. Und ich bin gestorben. Alter, Massenkill hier. In allem, was ich sehe. Oder auch nicht sehe. Schließe nicht von meinen Texten auf mich. Ich habe nur eine Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. Ich gehe einfach hier hin. Auf gut Deutsch orientierungslos. Ich will auch neue Bestleistung haben. Was ist das denn hier? Okay. Ich sehe hier nicht mal durch. Alter, ich bin letztens noch lebt. Ich könnte es noch schaffen. Oh mein Gott. Das letzte ein und hat noch gewonnen. Juhu. Das war aber alles nur Glückssache. Eigentlich hätte ich auch drauf gehen können, aber ich habe den letzten Turm noch bekommen. Als einziger überlebt. Bin ich gespannt, wie jetzt die Auswertung ist. Der Hundefiss. Wuff, wuff. So, ich bin gespannt hier. Neue Stufe, klar. Champion-Kapsel, super.
Nee, nochmal spielen tue ich jetzt nicht, denn ich mache erstmal Cut für dieses Live, da ich ja nachher noch White Rift spielen möchte. Live. Gwen Stefani zur Beute hinzufügen. Habe ich sie schon? Ich glaube, ich weiß es nicht. Aktiviere. Will ich sie haben? Ich weiß es nicht. Kein Plan. So, Startseite. Das war es jetzt mal von hier, von mir. Reimt sich, ich weiß. Und eventuell nachher noch White Rift. Mal sehen. Aber bis dahin wünsche ich euch noch was. Einen wunderschönen guten Abend.